Wissenschaftler machen Entdeckungen, die die Welt verändern. Manchmal stoßen sie aber auch auf Rätsel. Hier sind 10 Dinge, die Wissenschaftler verblüfft haben. Stell dir vor, du hörst ständig ein tieffrequentes Brummen und niemand kann sagen, woher es kommt. Etwa 4% der Weltbevölkerung hören dieses Geräusch, das auch The Hum genannt wird. Es spielt keine Rolle, wo man sich auf der Welt befindet. Man hört es überall und je nach Region hat es verschiedene Namen, zum Beispiel Taos Hum oder Auckland Hum. Das Geräusch liegt genau an der menschlichen Hörgrenze und ist draußen leiser, drinnen aber lauter, vor allem nachts. Das Unheimliche daran, wer es einmal gehört hat, wird es nicht mehr los. Manche glauben, es sei in London entstanden, als Charles Dickens die Weihnachtsgeschichte schrieb. Aber das ist ja Humbug. Oder auch nicht. Die ersten Brummtöne wurden Mitte der 70er Jahre in Bristol in Großbritannien aufgezeichnet. In der Wissenschaft gibt es verschiedene Theorien, woher das Brummen kommt und warum es nur manche Menschen hören können. Eine eindeutige Antwort gibt es jedoch nicht. Einige vermuten, dass Meereswellen, Vulkanausbrüche oder Erdbeben die Ursache sind, während andere Theorien davon ausgehen, dass es sich um Funksignale im Ultraniedrigfrequenzbereich handelt, die zur Kommunikation mit U-Booten oder sogar 5G-Netzen verwendet werden. Upsweep ist ein weiteres unbekanntes Geräusch, das erstmals 1991 im Pazifik entdeckt wurde. Es hat eine hohe Frequenz und kann im gesamten Ozean aufgezeichnet werden. Es wird vermutet, dass das Geräusch mit vulkanischer Aktivität unter Wasser einhergeht. Interessanterweise hat das Geräusch seit seiner Entdeckung an Lautstärke verloren, ist aber immer noch zu hören. Es zeigt auch jahreszeitliche Schwankungen und ist im Frühjahr und Herbst am lautesten. Ob diese Schwankungen mit den Jahreszeiten zusammenhängen, ist unklar. Das nächste mysteriöse Objekt ist ein kegelförmiges Monument im See Genezareth in Israel, das 2003 zufällig mit einem Sonargerät entdeckt wurde. Die Ergebnisse dieser Entdeckung wurden jedoch erst 2013 veröffentlicht. Das Monument wiegt beeindruckende 60.000 Tonnen und wurde irgendwann vom steigenden Wasser überflutet. Die Archäologen wissen nicht, woher das Monument stammt, in welchem Zusammenhang es steht und welche Funktion es hatte. Trotz intensiver Forschung bleibt dieses außergewöhnliche Bauwerk ein ungelöstes Rätsel. Wir reisen nach Göbekli Tepe in der Türkei, einem Ort von unschätzbarer archäologischer Bedeutung. Was macht diese Stätte so besonders? Nun, sie beherbergt massive, behauene Steine, die etwa 11.000 Jahre alt sind, immerhin 6.000 Jahre älter als Stonehenge. Die Menschen der Antike errichteten diese Steine, bevor sie Landwirtschaft betrieben oder Metallwerkzeuge und Töpferwaren herstellten. Diese Tatsache stellt die bisher bekannte Chronologie der Zivilisation in Frage. Denn es scheint nicht so zu sein, dass die Menschen zuerst Ackerbau betrieben und erst danach mit dem Bau von Steindenkmälern begannen. Eine berechtigte Frage wäre daher, welchem Zweck diente diese Stätte? Wurde sie errichtet, um Geistern zu huldigen? Archäologen vermuten, dass es sich um den ältesten Tempel der Welt handeln könnte. Paleodiction nodosum. Ja, ich weiß, das klingt wie eine chemische Formel, ist ein lebendes Fossil aus der Tiefsee, das sechseckige Höhlen bildet. Obwohl die Wissenschaftler den Künstler hinter diesen Höhlen nicht identifizieren können, gehen sie davon aus, dass es sich um Paleodiction handelt, da die Höhlen fast identisch mit den Fossilien dieses Lebewesens sind. War es ein wurmähnliches Tier? Das wissen die Forscher nicht genau. Sicher ist jedoch, dass Paleodiction nodosum kein zufälliges Ergebnis geologischer Kräfte ist. Apropos Fossilien, schau dir dieses riesige Exemplar an. Sein inoffizieller Name ist Godzillus. Er wurde 2011 von einem Amateur-Paläontologen entdeckt, ein Wissenschaftler, der die Geschichte des Lebens auf der Erde durch die Analyse von Fossilien erforscht. Godzillus ist 2 Meter lang und 3 Meter hoch, wenn er aufrecht steht. Das Fossil stammt aus der Zeit vor 450 Millionen Jahren, als Cincinnati noch unter Wasser lag. Es könnte sich um einen versteinerten Algenteppich handeln, aber einige Wissenschaftler sind anderer Meinung. Es handele sich um einen massiven Tunnel, der in Südamerika entdeckt wurde. Der Tunnel ist mindestens 8.000 bis 10.000 Jahre alt. Zuerst fielen den Forschern einige kolossale, riesige und gut gebaute Höhlen auf. Die Geologen waren erstaunt und räumten ein, solche Strukturen noch nie gesehen zu haben. Es gab keinen bekannten geologischen Prozess, der ihre Entstehung erklären konnte.
Obwohl die Forscher seit den 30er Jahren von den Höhlen wussten, hielten sie sie damals für eine Art archäologische Konstruktion. Das änderte sich, als sie riesige Kratzspuren an Wänden und Decke entdeckten, die vermutlich von ausgestorbenen Tierarten wie Riesenfaultieren und Gürteltieren stammten. Viele Geologen sind sich einig, dass es sich um die größte bekannte Höhle aus der Altsteinzeit im Amazonasgebiet handelt. Dennoch bleiben viele Fragen offen, zum Beispiel wie ein solch kunstvolles Bauwerk auf natürliche Weise entstehen konnte. Hunderte Kilometer von dem großen Tunnel entfernt entdeckten Forscher eine weitere ungewöhnliche Höhle. Inzwischen sind in Brasilien mehr als 1.500 Höhlen aus der Altsteinzeit entdeckt worden. Interessanterweise sind einige dieser Höhlen durch Tunnel miteinander verbunden, die manchmal zu Kammern führen. Ich mache mit einem Naturphänomen weiter. Was, wenn ich dir erzähle, dass jedes Jahr im Oktober Feuerbälle über den Mekong in Thailand auftauchen? Der Legende nach sind die Naga-Feuerbälle ein Appell an Buddha, auf die Erde zurückzukehren. Die Naga sind Flussschlangen, die diese Rufe ausstoßen. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Gibt es einen Zusammenhang mit brennbaren Gasen? Noch gibt es keine eindeutigen Antworten. Die Feuerbälle scheinen aus dem Wasser aufzusteigen und können bis zu 300 Meter hoch werden. Sie ähneln Feuerwerkskörpern und verschwinden schnell wieder. Meist glühen sie rötlich oder orange. Es gibt faszinierende Legenden und es wäre schade, den Mythos der verlorenen Stadt Atlantis nicht zu erwähnen. Der Legende nach soll Atlantis vor etwa 11.000 Jahren im Meer versunken sein. Seitdem suchen Wissenschaftler, Schatzsucher und Philosophen nach dieser versunkenen Welt. Könnte die Bimini Road ein Hinweis darauf sein? 1968 entdeckte ein Taucher vor der Küste der Bahamas-Insel North Bimini rätselhafte Steine. Diese Steine sahen aus wie von Menschenhand geschaffen und schienen in regelmäßigen Abständen in einer geordneten Reihe aufgestellt zu sein. Die Forscher waren zunächst verwirrt, aber nicht lange. Eine Radiokarbon-Datierung der Blöcke ergab, dass geologische Kräfte die Straße auf natürliche Weise geformt hatten. Es gab keine Spuren von Werkzeugen oder Anzeichen dafür, dass die Blöcke gestapelt worden waren. Die Untersuchungen dauern noch an, aber die Forscher sind sich einig, dass die Blöcke durch Erosion entstanden sind. Die Zeit von Atlantis scheint also noch nicht gekommen zu sein. Stell dir vor, du gehst am Strand spazieren und plötzlich schwimmen Dutzende Oktopusse an dir vorbei. Genau das passierte einer Gruppe von Menschen in Wales im Jahr 2017. Die Gründe für das Auftauchen der Meeresbewohner sind unbekannt. Die Gruppe beobachtete 20 bis 30 Kraken, die ohne sichtbare Verletzungen über den Sand krochen. Sie sagten, sie hätten die Tiere ins Meer zurückgebracht. Interessanterweise kamen die Tiere immer dann ans Ufer, wenn die Menschen schliefen. Für die Experten ist es schwierig, ohne eine physische Untersuchung den Grund für das Auftauchen der Tiere am Strand zu bestimmen. Sie spekulieren noch immer über die Ursache dieses ungewöhnlichen und seltenen Ereignisses. Möglicherweise handelte es sich um eine Überpopulation. Außerdem waren die Oktopusse gut bewaffnet. Eine andere Studie hat gezeigt, dass die Zahl der Oktopusse zunimmt, wenn die Fischer mehr große Tiere jagen, die sich von den Kraken ernähren. Möglicherweise müssen die Tiere deshalb weiter wandern, um Nahrung oder Schutz zu finden. Ohne weitere Untersuchungen bleiben diese Vermutungen jedoch reine Theorie. Auch unser Wissen über den Weltraum ist noch sehr begrenzt. Eine Überraschung gibt es zum Beispiel im Zentralgestirn unseres Sonnensystems. Wissenschaftler haben im Inneren der Sonne eine neue Art von Wellen entdeckt. Diese Wellen bewegen sich entgegen der Drehrichtung der Sonne und sind außergewöhnlich schnell. Über die Funktion dieser Wellen haben die Forscher verschiedene Theorien aufgestellt. Wenn sie herausfinden, welche Rolle sie spielen, könnte das zu weiteren Erkenntnissen über die Vorgänge im Inneren der Sonne führen. Und ja, die Oktopusse waren gut bewaffnet.